Was geht ab, meine liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir checken natürlich weiterhin das neue Nina Chuba Album ab. Ich freue mich sehr darauf reinzuhören. Freunde, heute, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade eben in diesem Moment eventuell sogar schon, wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich schon, in Berlin. Ich bin nämlich eingeladen worden auf das Release-Konzert von eben Nina Chuba und ich freue mich sehr drauf. Ich werde euch natürlich wie immer auf Instagram in meiner Story mitnehmen, also schaut gerne vorbei auf Instagram. Da seht ihr mich gerade in Berlin rumtouren. Mit Nina Chuba in der Nähe. Von daher, checkt das gerne ab, würde mich sehr freuen. Ansonsten haben wir jetzt hier Sakura. Ich freue mich sehr drauf. Ich weiß immer noch nicht genau, ob das was mit der Sakura von Naruto zu tun hat. Wir werden reinhören. Ich bin sehr gespannt. Und ja, keine Ahnung, ich hab Bock. Let's go. Erste Sonnenstrahlen vor deiner Tür. Dreh mich um, du schaust mir hinterher. Keine Frage, ob's nochmal passiert. Jede Straße riecht gerade nach dir. Müde Augen, warum weißt nur du? Auf der Haut letzte Nacht als Tattoo. Wie im Traum, alles bunt um mich rum. Kann kaum erwarten, es wieder zu tun. Ich schweb nach Haus auf der Glühweinrose. Ich finde, sie beschreibt voll so gerade Frühlingsatmosphäre. Sie, wie sie auch meinte, so die ersten Sonnenstrahlen. Ich glaube, die ersten Sonnenstrahlen waren zwar gemeint mit morgens die ersten Sonnenstrahlen, aber allgemein dieses Album passt voll in diese, ja, Frühlingszeit, die wir ja bald haben, beziehungsweise der wir uns fast schon befinden mittlerweile. Das Album hat voll den Vibe besetzt dafür gecatcht, finde ich. Ich schweb nach Haus auf der Glühweinrose. Zwei Wochen Eif von dir kann nicht genug kommen. Der Dreck dieser Stadt fühlt sich so fast schon gut an. Und über mir blüht wie Wärmer der Sakura. Ich finde die, diesen Effekt auf der Stimme sehr, sehr interessant. Ich find's nice. Und über mir blüht wie Wärmer der Sakura. Das ist dieser Frühlingsvibe, den ich meinte. Rosa-rote Brille, 20 Grad und ich habe Goosebumps. Das ist so dieser, ja, auch die Frühlingsgefühle kommen so ein bisschen hoch. Das ist der Vibe, den ich geil finde, Mann. Ich finde, dieser Song hört sich sehr, sehr krass nach der Stilrichtung an, in der sie ihre englischen Songs gemacht hat. Wir haben uns ja alle bis auf einen, glaube ich, von den englischen Songs von ihr angehört. Checkt die gerne ab in meiner Nina Chuba Reaction Playlist. Und der Song kommt am ehesten an diesen Vibe der englischen Songs an, in meiner Opinion. Bis jetzt zumindest von denen, die ich gehört habe vom Album. Oder? Geht das auch so? Allein wie viel sich hier rumprobiert mit Effekten irgendwie und auch vom Beat her, vom Tempo her. Warum fühlt sich das so gut an? Dreh die Zeit zurück nochmal von vorn. Du und ich auf deinem Altbau Balkon. Mondlicht, Trance. Mondlicht, geil! Mondlicht hieß der letzte Song, den wir uns angehört haben. Der vierte Song vom Album heißt Mondlicht, wo es eben auch um, ja, um sich gegenseitig vermissen geht und um. Hey, was ist es eigentlich zwischen uns? Warum ist es nicht mal so wie früher? Und jetzt erzählt sie eben auch über Sachen von früher und erwähnt dann einfach so Mondlicht. Und das ist kein Zufall, sage ich. Komm, Mondlicht, Branche. Noch ein Kuss und wir fliegen davon. Cherry Lips und mein Kleid aus Satin. Nur für dich und niemanden sonst. Paradies, hast nur mich in deinem Kopf. Das ist auch so eine schöne, so zwei sehr schöne Zeilen gerade. Nur für dich und für niemanden sonst und Paradies niemand in meinem Kopf. Paradies hast nur mich in deinem Kopf. Paradies hast nur mich in deinem Kopf. Das sind so zwei sehr schöne Zeilen gewesen, fand ich. Hab nur Odi Glück abbekommen. Ich schweb nach Haus auf der Glühweinrose. Zwei Wochen iPhone. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ich Glühweinrose. Das verstehe ich nicht. Glühwein verstehe ich. Glühwein verstehe ich. Glück abbekommen. Was sagt sie hier? Ich schweb nach Haus auf der Glühweinrose. Ich schieb nach Haus auf der. Irgendwas mit Rosa. Zwei Wochen Eif von dir kann nicht genug kommen. Der sehr, sehr schöner Beat, finde ich. Dieser Stadt fühlt sich so fast schon gut an. Und über mir blüht wie Wärme der Sakura. Sakura, Sakura. Egal was du tust. Rosa, rot.
So einen Track habe ich mir gewünscht, dass wir so ein bisschen Vielseitigkeit ins deutsche Album auch reinbekommen und dass man wirklich die Elemente aus ihren englischen Songs irgendwie auch hier wiedergespiegelt bekommt. Und das haben wir hier auf jeden Fall in meiner Opinion. Gerade dieser Part hier. Das ist eben nicht so dieser typische Radiosong, der aber trotzdem im Radio laufen könnte und man sich dann freut, wenn er random im Radio kommt. Versteht ihr, was ich meine? Danke. Oh, wir haben ein langes Beat-Outro. 20 Sekunden. Ah, warte, gleich kommt bestimmt nochmal. Warum fühlt sich das so gut an? Als Endnote, sag ich. Das kommt als Ende noch. Als allerletztes kommt das noch. Es kommt nicht mehr. Okay, es kommt nicht mehr. Schade. Ey, sehr, sehr starker Song. Sehr, sehr starker Song. Richtig, richtig stark, dass wir das bekommen haben, was ich mir gewünscht habe. Elemente von den englischen Songs und vielseitige Tracks bis jetzt, würde ich sagen. Mega stark. Also wirklich nicht der Song, der im Radio läuft, rauf und runter, kein Wildberry Lillet. Aber ich finde vom Vibe her mit einer der stärksten bis jetzt vom ganzen Album, die wir gehört haben. Richtig stark, dass wir. Stimmt, bei Fieber hatte auch so, oder? Fieber oder Glatteis? Glatteis. Glatteis hatte auch so ein bisschen diesen, so eine kind of Beat irgendwie gehabt, der mich auch an die englischen Songs erinnert hat. Aber der ist auf jeden Fall vom Vibe her noch eher an den englischen Songs dran, was ich sehr stark finde, weil ich die halt sehr, sehr doll enjoyed habe, muss ich sagen. Von daher, nice, wir haben morgen am Start, Freunde, ja. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Haben wir Solo. Alle anderen Songs vom Album, die wir jetzt skippen, haben uns logischerweise in einer Reaction schon angehört. Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen, haben wir uns schon angehört zusammen. Feminello haben uns auch schon angesehen, da habe ich Nina Schuber gerade entdeckt. Check das gerne ab. Boah, und dann haben wir noch Freitag vor uns und Lights Out und Tinnitus. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, Freunde. Glas haben wir auch noch, klar. Glas haben wir auch noch, titelgebende Single. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Tag habt. Wir sehen uns morgen. Bleibt so fresh und gut aussehen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr diesen Vibe von den englischen Songs auch ungefähr so gecatcht habt oder vielleicht auch nicht so doll. Vergesst nicht, meine Insta-Story abzuchecken. Jetzt gerade bin ich in Berlin auf dem Release-Konzert von Nina Chuba. Vielleicht sehe ich auch einige von euch, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ja, das war's. Tschüssi.